Hallo, das Wort zum Sonntag heute mal von der Gemeindereferentin. Hallo. Ja, diese Kreuzigung von Jesu war natürlich eine Riesenpleite. Seine ganzen Freunde hatten alle Hoffnungen auf ihn gesetzt und diese Hoffnungen waren auf einmal komplett zerstört. Dann waren ein paar sehr verstörende Auferstehungserfahrungen. Die Frauen am Grab erfahren als erste, Jesus lebt, sie sehen ihn aber nicht. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn auch erst, wie er das Brot mit ihnen bricht. Die Kunde von der Auferstehung breitet sich zwar aus, aber die Kunde, die kreiert erstmal eine tiefgreifende Verstörung. Und in diese Verstörung hinein, die Freunde sind völlig ratlos, in diese Verstörung hinein spricht Jesus, der Auferstandene, der Christus, der Friede sei mit dir. Und wenn wir nach unserer Verstörung heute fragen, nach unserer Ratlosigkeit, da müssen wir nicht lange suchen. Unsere Verstörung heißt Corona. Jeder will es richtig machen, will richtig handeln, nur was ist richtig? Das weiß leider keiner. Auch wir sind verstört. Und diese Verstörung und Verunsicherung bringt ganz unterschiedliche Verhaltensweisen hervor. Die ganz Ängstlichen sperren sich ein, gehen gar nicht mehr unter die Leute. Viele haben echte existenzielle Nöte. Ihnen wurde die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Einige verfallen in Depression bis hin zum Suizid. Dann gibt es das andere Ende der Reaktionsmöglichkeiten, der Protest. Und ich bin sehr froh um die Meinungsfreiheit in unserem Land. Nur schade, dass friedliche, berechtigte Kritik von manchen Gruppen für Gewalt missbraucht wird. Und auch in diese sehr globale Verstörung, in der wir alle verunsichert sind, spricht Jesus dieses Wort mitten hinein zu uns. Der Friede sei mit dir.